Hey ihr, da bin ich wieder und ja, es ist soweit. Heute gebe ich bekannt, wer bei meinen beiden Weihnachtsgewinnspielen gewonnen hat. Ich wollte jetzt nicht einfach nur irgendwie jetzt jemanden ziehen oder persönlich dann da auswählen, weil das könnte eventuell ein bisschen unfair rüberkommen, keine Ahnung. Dann sagt dann einer, ey, den kanntest du, blablabla, bla bla, irgendwie so ein Scheiß halt, ne? Wie die Leute halt so sind teilweise. Deswegen wollte ich es hier in diesem Video mit euch zusammen oder euch zeigen, wie ich die Leute, wie sie gezogen werden, wer hier halt dann gewonnen hat und wer halt nicht. Erstmal hier, die ganzen richtigen Einsendungen habe ich dann hier sortiert in Pokémon und in Funko, wie ihr schon seht, also in zwei Ordner. Funko ist wesentlich mehr als Pokémon. Es gab leider zwei falsche Antworten. Direkt am Anfang mal vielleicht, was die richtigen Antworten waren. Und zwar bei dem Funko-Gewinnspiel war das Wort Rudolf. Bei dem Pokémon-Gewinnspiel war das gesuchte Wort Krampus. Offensichtlich, das wusste ich gar nicht, kann man aber aus dem Wort Rudolf, wenn man die Buchstaben halt tauscht, noch das Wort Duflo machen. Und leider habe ich es hier wirklich zwei Nachrichten bekommen von Leuten, die mir halt dann das Wort Duflo gegeben haben. Tut mir leid, leider falsche Antwort, nicht das, was ich suchte. Ich suchte Rudolf und Krampus. Ja, das hier sind die beiden Orte mit den ganzen Gewinnern. Und wie lose ich das jetzt aus? Hier oben seht ihr schon in einem anderen Tab Zufallsgenerator. Und zwar mache ich es hier ganz, ganz einfach. Hier, wir fangen jetzt mal mit Pokémon an. Bei Pokémon habe ich 13 richtige Antworten. Zufallsgenerator. Das kann ich hier eingeben. Die Zahl 1 bis maximal 13. Wenn ich jetzt hier auf Generieren drücke, dann spuckt der mir hier irgendeine wahllose Zahl aus in diesem meinen persönlich gewählten Raum halt. Dann suche ich jetzt, wenn jetzt die Zahl 7 macht, dann gucke ich dann von hier unten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann hat dann halt der 7. hier gewonnen. Warum von unten? Weil diese E-Mails hier, die sind so sortiert, dass halt ganz unten ist der, der mir als erstes geschrieben hat oder diejenige und ganz oben halt die letzte E-Mail. Ganz einfache Sache und ich persönlich finde, fairer geht's gar nicht, ja. Da habe ich jetzt nichts mit persönlich am Hut, also was jetzt hier die Leute halt angeht, sondern der Zufall, wirklich der Zufall, der schaut halt, wer gewonnen hat. Also, das hier sind 13 Leute, könnt ihr meinetwegen mal nachzählen, sollte aber stimmen. 1 bis 13, jetzt generiere ich und gewonnen hat die 13. Der letzte, der mir geschrieben hat. Und das ist der Johannes H. Können wir jetzt auch mal gucken, hier Lösungswort Krampus, also Krampus ist das Lösungswort. Richtige E-Mail, richtiges Wort. Herzlichen Glückwunsch, sage ich dann mal dazu, ja? Ja, das war dann für Pokémon. Für Funko waren das wesentlich mehr Leute. Und zwar, um genau zu sein, waren das hier 37. 37 Leute. Selbe Spielchen wie eben auch. 37. Ich drücke auf Generieren. Und die Nummer 29 hat gewonnen. Dann sehen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Moment, muss ich mal kurz anklicken. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ne, 29, Entschuldigung. 29, ja. Rudolf. Genau, richtiges Lösungswort. Hier von Timo K. Herzlichen Glückwunsch, sag ich nur dazu, ja? So, das waren sie. Das waren hier die beiden, die dann halt jetzt hier bei mir gewonnen haben. Herzlichen Glückwunsch an euch beide. Alle anderen, die jetzt nicht gewonnen haben, nicht traurig sein. Ja, bald ist Weihnachten und dann kriegt ihr auch ganz bestimmt von irgendwelchen anderen Leuten irgendwelche tollen Geschenke. Ja, wie geht's jetzt weiter? Ich schreibe jetzt den beiden eine E-Mail. Und dann haben die beiden Zeit, mir bis Donnerstag um 15 Uhr zu schreiben, also diesen Donnerstag am 14. Zeit mir zu schreiben, also ihre Adresse mitzuteilen, so rum zu antworten. Und wenn sie das nicht tun sollten, einer von beiden oder beide, wer weiß, dann lose ich mal einen neuen Gewinner aus. Ob ich dann wieder ein Video dann dazu mache oder nicht, das weiß ich nicht. Aber erstmal haben jetzt diese beiden hier zwei Tage Zeit, um mir zu antworten. Ja, und das war's. Das war schon das ganze Video. Ich danke fürs Mitmachen. Es war sehr cool. Ich fand's, also es haben viel mehr geantwortet, als ich eigentlich dachte. Muss ich ganz, ganz ehrlich zugeben. Hat mich sehr, sehr gefreut und ich hoffe, dass ihr jetzt noch eine schöne Weihnachtszeit habt. Ihr alle, auch die, die nicht gewonnen haben. Aber man kann halt nicht immer gewinnen. Was wollte man machen, ne?
Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut. Tschüss, tschüss.